Hallöchen, liebe Freunde des gepflegten Minecrafts, zu einer neuen Runde The Big Dree. Ja, warum ich so ein kleiner enraged Enderman hier bin, das liegt an zwei Gründen. Eigentlich liegt es nur an einem Grund. Und zwar ich habe übel Bock mit Webcam aufzunehmen und vielleicht ist jetzt eine Webcam drin oder es ist keine Webcam drin. Webcam, Facecam, whatever, was auch immer. Cam auf jeden Fall. Und dieses tolle enraged Programm. Das funktioniert einfach wunderbar. Und ich habe jetzt gerade schon eine Folge aufgenommen und das hat dann hinterher einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Da war der Ton nicht richtig oder das Videobild war zu schnell oder zu langsam von der Webcam. Und die Synchronität von diesen zwei Dingern, von diesem Game und von der Webcam, ist einfach so ultra bescheiden und ich weiß nicht wirklich, woran es liegt. Und ja, das hat mich etwas, naja, keine Ahnung, es ist einfach nur ein bisschen nervig. Im Endeffekt hat Chico eigentlich das gleiche Problem, jetzt verstehe ich sie auch. Und ja, wir sind irgendwie dran, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber wir wissen nicht einfach nur nicht so richtig, wie. Oh, ja, das ist so die Sache. Und darum renne ich gerade so als kleiner enrageder Enderman rum. Na, er nennt sich eigentlich, wie nennt er sich? Der Enderdot, ne? Oh, ja, das ist nicht so cool. Aber so viel dazu, das soll uns nicht weiter stören. Dann habt ihr halt die Folge entweder mit Bild oder ohne Bild, je nachdem, wie es danach aussieht. Also, wenn es nachher funktioniert hat, seht ihr mich jetzt hier? Oh, damit, ich krieg Schaden, ich brauche was zu essen. Oder ihr seht mich nicht. Uhu. Na dann mal fix nach oben. Ich glaube, das geht hier als kleine Fladdermaus besser. Wir haben ein paar Erze gefunden, aber wir haben immer noch kein Metall gefunden. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, also kein Eisen. Ich weiß, das passt eigentlich, ach egal. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das bekomme. Und das ist auch so eine Sache. Aber hier oben hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar, wir haben jetzt einen Chill-Raum und wir haben einen Lagerraum. Ja, richtig cool. Und wir bräuchten ein Bett. Das haben wir da oben. Oh, ich bin sowieso fast tot. Ich hätte auch sterben können und dann wäre ich auch wieder. Naja, je nachdem. Beide Wege führen zum Ziel. Hier. Ich weiß gar nicht, stand noch was zu futtern drin? Nee. So. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach für diesen kleinen Mann hier. Für diesen kleinen Mann, wenn ihr denn jetzt nicht sehen könnt. Ich müsste da immer ein bisschen aufpassen, wenn ich was in der Webcam zeige. Und zwar für mein Maskottchen in der Super. Oh mein Gott, oh nein! Okay, Tod Nummer 1 heute. Vielleicht auch schon irgendwie Nummer 4 oder 5. Je nachdem. Wenn man die anderen Folgen. Oh, lol. Es ploppt hier alles rum. Also gut. Wenn man die anderen Folgen noch mitzählt. Haha. Ja, das kleine Maskottchen ist immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Namen und wir haben jetzt schon ein paar Vorschläge. Ganz auf der 1 ist Jeffrey aktuell von mir persönlich. Weiß nicht, könnt ihr mal wieder in die Kommentare reinhauen, wie ihr es so findet, ob ihr es eher nicht so findet oder feiert. Und dann haben wir noch Joseph finde ich nicht so cool. Joseph könnte ich mich fast mit anfreunden, aber ist bei mir auch eher unter noch Jeffrey. Dann war noch Ben dabei und Ben finde ich eigentlich richtig cool. Der Name gefällt mir echt gut. Habe ich nicht schon eine Stuffkiste? Holz? Steine? Ja, Steine hört sich gut an. Gravel ist auch sowas wie Stein. Gunpowder ist eher nicht so. Ja, ich habe schon ein bisschen Erze gefarmt. Ich habe hier schon Erze. Ich habe schon eine Erzkiste und wieso habe ich da kein Schild drüber? Weil ich kein Schild mehr habe. Ich glaube, hier ist so dunkel. Dann machen wir hier doch mal Licht. So, Holz. Ich glaube, die Schilder, die müsste ich irgendwo verloren haben. So. Oh, viel besser. Dann kommen wir da auch zurecht. Ja, doch. Habe ich hier noch den Cheat-Mode an? Nee, Recipe-Mode. Gut, das passt. Genau, Ben und wir hatten noch Gunther als Name. Gunther, ich weiß es nicht so richtig. Gefällt mir persönlich nicht so.
Wobei, ich meine, so ein ausgewöhnlicher Name wäre natürlich auch irgendwie was, so zum Beispiel wie Käsebrot oder was weiß ich, Glubschauge oder sowas. Glubschauge wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Glubschi, wo ist Glubschi heute? Ja, Glubschi ist heute nicht da oder so, keine Ahnung. Irgendwie in die Richtung. Keine Ahnung. Ja, mal schauen. Okay. Wir sind eigentlich immer noch ziemlich stark auf der. Das da war auch noch irgendwas hier. Force. Die komischen Splitter nehme ich mal mit raus. Wir sind ziemlich stark auf der Suche nach Iron, weil wir immer noch bis jetzt keins gefunden haben. Und letzte Folge wollte ich das eigentlich machen. Beziehungsweise habe ich das auch schon gemacht, war schon fleißig dabei und ich sehe gerade doch, ich habe noch eine Spitzhacke. Und wir hatten halt immer noch kein Iron gefunden und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, liegt es am Modpack oder liegt es vielleicht, keine Ahnung, durch das, dass so viele Mods da drin sind. Ich meine, wir sind hier auf 29, ich meine, geh noch ein bisschen runter, ja, von mir aus habe ich nicht irgendwie was zum Graben, nee. Aber Eisen müsste doch, kommt doch eigentlich überall vor, so, zumindest wenn ich das noch richtig weiß. Und, keine Ahnung, hier haben wir irgendwie fast nichts mehr. Jetzt kommt natürlich nur, echt jetzt? Wo sind denn meine Fackeln hin? Doch, die sind hier auf Slot 1. So, ja, ist egal, mit was ich grab. Oh nein, jetzt kommt auch nur Cravo. Ja, wir finden einfach kein Eisen. Und Eisen wäre halt natürlich irgendwie, ja, dezent vorteilhaft, meiner Meinung nach. Oh je. Echt jetzt? Ich will jetzt nicht den ganzen Cravel hier wegmachen. Mache ich mir doch eine Schaufel. Ich glaube, das geht schneller. Als Fledermaus sind wir ja ratzfatz rein und wieder raus. Wunderbar. Oh, hier haben wir wieder so ein Mana-Element, wo wir nicht wissen, was es macht. Ah, doch. Schaden. Oh, ich war hier am Craften. Habe ich noch ein kaputtes Schwert? Ja. So, komm her. Du, was du kannst, kann ich schon lange. Oder auch nicht. So, doch. Du. Irgendwas haben wir bekommen. Und was zu essen ist auch nicht verkehrt. Und den da bauen wir gerade wieder ab. Der dürfte nämlich wieder einen neuen Busch nicht hergeben. Ah, doch, da. Damit dieser direkt hier weiter wachsen kann. Und ich war an einer Schaufel dran. So. Dass wir wenigstens hier ein bisschen vorankommen. Runter in die Mine. Ab in die Mine. Das haben wir dann schon sehr schön. So. Türraum haben wir. Ja. Was haben wir denn noch schon so? Ah, ja. Oh, wir haben hier eine Höhle. Sehr cool. Das. Oh, no. Jetzt komm her. Ja, das ist schon doof, wenn man so ein dicker Creeper ist. Ne? Haha. Er hatte keine Chance. Ist das hier eigentlich auch so, dass wenn ich hier irgendein Tool nehme und dann hier Rechtsklick mache? Nee, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, hier haben wir Gold. Okay, es gibt zumindest noch Vanilla-Minecraft-Erze. Ist das nicht wunderbar? Sehr schön, aber das können wir nicht abbauen, weil wir natürlich nur eine Stone-Pickaxe haben. Kann ich mir mit Copper nicht auch eine Pickaxe machen? Aber ich brauch ja Iron sowieso. Also für die ganzen Maschinen. Ja, Gold kann ich mir damit noch nicht abbauen. Das hier kann ich auch noch nicht abbauen. Das hier kann ich zwar abbauen, aber das will ich eigentlich. Also ich will das schon, aber ich habe jetzt primär nicht wirklich die Ausschau da danach. Nee. Was ist denn das hier? Force finde ich natürlich gut. Aha, okay, das sind braune Magnesium. Aha, okay. Force kann ich auch mit dem abbauen, das weiß ich. Nehmen wir mal mit. So. Das da ist, keine Ahnung, kann ich auch nicht abbauen. Das dürfte wieder Copper sein. Einmal Copper Ore, ja. Yep. Das ist auch Copper Ore, sieht aber jetzt nicht nach Copper aus. Doch, auch Copper. Dann gibt es jetzt drei Copper Ores. Boah, Indy, was von was ist das hier? Forest Tree of Minecraft. Wunderbar. Oder auch nicht. Das kann ich nicht abbauen. Kupfer, Kupfer. Oh, hier haben wir. Wow. Ein Ding, aber das kann ich wahrscheinlich. Oh, doch, das. Doch, Quarz kann ich abbauen. Ha, wunderbar. Immerhin. Was war denn das hier? Okay, das kann ich auch nicht abbauen. Ja, viele neue Erze hier, aber das bringt uns. Ja, eine Fledermaus.
Lied, oh, okay, ja, Lied, warum nicht? Da ist nochmal Lied, so wie es aussieht. Das kann ich aber wieder nicht abbauen. Oh, ich glaub's nicht. Wir haben Iron, oh mein Gott. This is so fucking amazing. I love it. I love it. Yeah. Nice. Und was ist das hier? Irgendwas komisches. 3 Iron. Und hier habe ich, glaube ich, nochmal Iron gesehen. Ja, hier. Jetzt wird man natürlich überschwemmt. Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt? 32. Oder auch nicht. So, schon mal weg damit. Und etwas Licht. Und, noch mehr Iron. Iron Ore. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ganz stark gucken, wenn wir da eine Quarry bauen, das, nee, also schon mal müssen wir gucken, dass wir überhaupt unsere Erze verdoppelt kriegen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob mit welchem Mod das von beiden leichter geht. Was haben wir hier noch? Deep Iron Ore Name. Aha, okay. Under das Iron Ore Name, mal gucken. Das ist auch kein Iron, kein Iron, kein Iron. Dahinter haben wir Lava, so wie es aussieht. Aha, da haben wir noch Iron. Yep. Sehr gut, noch mehr. Na dann, her damit. Sehr gut. So, lass mal über Autos reden. Zum Beispiel hat ja jeder so sein Lieblingsauto, ne? Und, wow, hier ist ja richtig, richtig schön hell und Marmor und so. Wuhu. Und ja, ich habe mir so überlegt, ihr habt bestimmt auch ein Lieblingsauto, oder? Also so ein Auto, wo ihr irgendwo mal auf der Straße gesehen habt und dann dachtet so, oh, damn it, cool, das Auto will ich mal fahren, wenn ich groß bin. Oder vielleicht fahrt ihr das Auto auch schon, könnte ja auch sein, rein theoretisch. Oh, da würde es mich doch mal interessieren, was ihr denn für ein Lieblingsauto habt. Ich zum Beispiel habe mein Lieblingsauto damals mehr oder weniger, oh cool, noch mehr Eisen, mehr oder weniger dadurch kennengelernt, ach, hier unten hat es wenigstens Eisen, oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich Need for Speed gespielt habe. Das läuft gerade im Kino und ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich da drauf gekommen deswegen. Und ja, weil ich eben das gespielt habe, habe ich dann damals Need for Speed 1 auf der ach so coolen Xbox gespielt. Und ja, da war dann das so dieses, ja, ultra coole Auto. Und das war früher oder später dann relativ schnell mein Lieblingsauto und ist es auch heute noch. Ihr seht jetzt mal hier links oder rechts eingeblendet, je nachdem, wo ich es finde. Vielleicht hier, wenn ihr das in der Kamera seht. Oder da, ich weiß nicht, was links und rechts ist. Müssen wir mal gucken. Und ja, keine Ahnung. Da würde es mich doch mal interessieren. Was habt ihr so für Lieblingsautos? Wie kam es zustande, dass es euer Lieblingsauto wurde? Oder ja, woher kommt es? Oder nicht so? Naja, ihr wisst schon. Ab damit in die Comments. Genauso wie die Namensvorschläge für diesen kleinen hier. Ja, ja, wir brauchen neue Namen. Also wir brauchen nicht neue Namen, wir brauchen einen Namen. Das wäre richtig cool. Ich weiß nicht. Irgendwann müssen wir uns zwar auch mal für einen entscheiden, aber ja, da finden wir dann schon einen. Aber so langsam finde ich echt viel Iron. Das finde ich schon gut. Mhm. Und wenn wir schon bei Need for Speed sind, das tolle Game, es ist ja so, dass, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielen geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass ihr früher, keine Ahnung, ihr fangt irgendwann mal an, Games zu zocken und dann wird irgendwann euer Lieblingsgame, wird, keine Ahnung, durch was auch immer, wird es euer Lieblingsgame. Vielleicht durch einen Freund oder durch einen Bekannten oder, keine Ahnung, durch das, dass es ihr halt einfach zuerst hattet oder, ja, ich weiß auch nicht, wie auch immer. Und mich würde mal interessieren, was denn so eure Lieblingsgames sind. Also wirklich Games, die ihr richtig gern zockt, wo ihr auch gern mal sagt, okay, hey, das habe ich zwar schon 100 Mal mehr oder weniger gespielt, aber es ist trotzdem irgendwie genau das, da habe ich wieder Bock drauf. Ja, zum Beispiel kenne ich so, also gehe ich mal von mir ein bisschen so aus, früher auf der Xbox, natürlich, klar, die Lieblingsgames, die verschieben sich auch mit der Zeit so. Geht ja zwangsläufig dann, dass es irgendwie was Neues rauskommt und dass es dann sich ändert oder wechselt. Aber es gibt einfach so Spiele, die zocke ich unheimlich gern immer noch. Und auch richtig alte Spiele, vor allem weil, keine Ahnung, also das ist meiner Meinung nach so, wenn man dann irgendwie damit aufwächst, dann hat man natürlich einen starken Bezug zu einem Spiel. Also ganz viele von euch wird es, denke ich mal, mit Minecraft so gehen. Mir geht es inzwischen auch so mit Minecraft, dass ich das einfach ultra gern zock, aber ich glaube, von hier kam ich, ne?
Ja, hier bin ich dann rum. Genau. Oh, da war noch interessantes Erz, das nehmen wir mit. Und ja, dann hat man diesen Bezug und dann spielt man das Spiel einfach ultra gern so vom Ding. Also man legt es einfach immer wieder mal ein oder ja, versucht es zumindest, schaut sich es dann an und denkt so, oh ja, doch, da hat sich schon einiges getan so heutzutage, aber das war schon eine schöne Zeit oder hat es zumindest so im Kopf, in der Erinnerung. Und ja, und da würde es mich mal interessieren, was denn so eure Lieblingsgames sind. Ich sehe schon, wir sind schon wieder fast am Ende von der Runde. Vielleicht lassen wir einfach nochmal nächstes Mal noch ein bisschen über die Games und über die ja, zukünftigen Games und alten Games und neuen Games ein bisschen quatschen. Und ja, ich bin eigentlich mehr oder weniger glücklich, dass ich endlich Eisen gefunden habe. Und das Eisen, wie viel haben wir denn jetzt gefunden? Lasst mich mal. Oh, 59, 49, das ist schon einiges. Das sichere ich gerade mal. Vielleicht auch nicht. Doch. In der Kiste. Und ja, doch. In dem Fall würde ich einfach sagen, ich tue das hier noch fix raussortieren. Das da finde ich auch gut. Das finde ich gut. Und ich glaube, der Rest ist eher so die steinige Sache. Bisschen Gravel. Bisschen Stone. Ah, Dirt kriegt auch Stone. Dirt ist auch Stone. Und hier haben wir, glaube ich, hier war. Machen wir hier die Stuffkiste. Schreiben wir hier mal noch ein Schild hin. Haben wir hier noch ein Schild? Ja, yep. Eins bitte nur. So, ja, Stuff, Stuff. So, perfekt. So, ja, gut. Hier, wir haben als Endotot angefangen. Wir hören als Chichu heute auf. Und somit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Wie auch immer. Ja, haut rein. Bye bye, euer Sammy.